Meine Herren, wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Irgendwo da drin ist eine Leiche, die einen Ring hat. Und den will Basso. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Staub zu Staub. Verschaffe dir Zutritt zur alten Gießerei. Ich sollte das Seil nehmen. Lass dich fallen, Garrett. Der einzige, der hier arbeitet, ist der Ofen. Ja, wenn das Seil nicht will. Vielleicht gibt's da unten was. Das tut weh. Da ist was. Oh, was haben wir hier denn Schönes? Ein Zahnrad. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Not der Magen. Mir auch. Das nennen die Arbeit? Da ist Licht. Du, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Ach, sieh zu und lerne. Vater hat immer gesagt, ich würde in der Fabrik enden. Dann machen wir ganz normale Diebesaufträge. Und die Story bekommen wir nur im Hintergrund mit. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Ich schätze, der Hund ist aufmerksamer als sein Herrchen. Ah, da. Ist das kalt heute Nacht? Das heißt, nicht direkt dran vorbeigehen. Der wittert uns. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Warum zeigt er mir das an? Wer war das? Ich dachte, die gehen jetzt da alle hin. Da natürlich gleich in den Blickwinkel rein. Was war das? Hä? Da war sicher nichts.
Ach so, das sind ganz normale Flaschen, nichts zum Einsammeln. Schon blöd, wenn man sich noch so mit ein bisschen mit dem Spiel vertraut machen muss. Und ja, das alles ein bisschen stockt. Ja, schon auf Stufe 2. Da funkelt doch was. Ich muss auf die andere Seite kommen. Deckungspfeiler. Gut. Jetzt sind wir hier fertig. Schnell. Und wieder zu machen. Oh, da funkelt schon wieder. Was ist hier? Eine Spritze, ein Buff-Objekt, ja, das war's. Schraubenschlüssel benötigt. Sind das extra Wege, die man dann beim erneuten Spielen machen kann? Wahrscheinlich. Alte Gießerei, Staubhof. Ach, das ist doch jetzt hier die Stelle, wo wir gleich klettern und dann sehen wir uns in Third Person. Nein, das hat irgendwas mit Urkraftsteinen zu tun. Wir sind jetzt miteinander verbunden. Oder sowas. Fokusenergie. Drücke G, um Mond zu konsumieren und einen Teil deiner Fokusenergie zu regenerieren. Wenn ich nochmal wüsste, welche Anzeige die Fokusenergie ist. Ach so. Jetzt habe ich es begriffen. Fokus haben wir immer, aber mit der Energie halt durchgehend. Der General will, dass wir alles vor der letzten Glocke durchsehen. Sieh dir das an. Ein Adeliger zwischen dem Abschaum.
Was der wohl dabei hat. Nicht hier draußen, Spatzenhirn. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt. Ein Lüftungsschacht. Und der Adlige mit dem Ring ist gerade erst eingetroffen. Büros. Mist, das finde ich hier nie wieder. Oh. Bei Rorks Zähnen. Entweder Leichen oder diese übergroßen Dreckspuppen. Wenn das so weitergeht, rudern sie mich noch nach Moira. Puppen? Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Aber Puppen? Finde heraus, wohin die Leichen gebracht werden. Die müssen wir jetzt im Dunkeln verstecken. Ich weiß noch, bei Dark Project, da war das enorm wichtig. Da bist du sicherer. Da können wir nicht durch. Es geht runter. Nahrung. Join the watch today. Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Folge dem Weg der Toten. Hake dich in das Fließband ein. Nein. Wollte oben bleiben. Muss ich wahrscheinlich wieder die Tür nehmen. Nein. Ich hasse das, wenn das nicht funktioniert. Und
oft verkackt man dann so ein einziges Level. Stellt euch mal vor, die Wachen suchen nach mir. Ich bin gerade über den, will von Balken zu Balken und dann falle ich runter. Die rote Jenny? Hier sieht's ja aus wie ein Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Das gibt ein fettes Minus. Von wegen, dass er nicht richtig anvisiert. Würdet, wird ihr stinkreich. Haltet die Klappe, ja? Scheiße. Hey. Ich bin nicht so leicht zu besiegen. Du willst abhauen, was? Bleib einfach wachsam. Bleib wachsam. Schlechtes Timing von mir. Also bei anderen Stealth-Spielen kannst du Leute zu dir ziehen, wenn du an der Ecke bist. Zahnrad. Oh, eine Liste. Glasscherben. Ich will keine Beschwerden mehr über Glasscherben auf dem Boden einiger Bereiche hören. Stiefelleder ist teuer, also geht außen herum oder macht sauber. Eure Karriere in der barönlichen Wache wird verdammt kurz ausfallen, wenn ihr nicht einmal in der Lage seid zu schauen, wo ihr hintretet. Für eure Uniform, einschließlich der Stiefel, seid ihr selbst verantwortlich. Und ihr könnt sicher sein, dass ein Dutzend Männer nur darauf wartet, eure Stelle einzunehmen. Hauptmann Chave. Ich kann mir schon vorstellen, so langsam, warum Thief im Vergleich zu Dishonored ziemlich abgekackt ist. Aber als Kenner der alten Spiele, also dass ich von der Existenz weiß und dass ich den zweiten Teil angespielt habe, wollte ich mir das unbedingt nicht entgehen lassen, und hätte ich das jetzt nach Dishonored gemacht, wäre ich ein bisschen enttäuschter gewesen. Ein bisschen durch die Tür, oder eher gesagt, ich möchte, weil ich möchte eigentlich alles erkunden. Offen. Okay, dann mache ich sie wieder zu.
Ja, dann machst du doch wieder. Dann machst du doch wieder zu. Gab es denn noch einen anderen Weg? Vielleicht gehe ich nach der Schicht zu den Docks. Etwas höher und ich komme an die Haken ran. Dann gehen wir halt weiter.